Das ist ein Bild im Kopf. 1746, Mönche auf einem Feld in Nordfrankreich, die sich zum großen Kreis aufbauen, 600 Meter im Durchmesser, und die sich verkabeln mit Eisendraht. Und einer dieser Mönche berührt eine kleine Antenne, die aus einem Gefäß herausragt, in dem Wasser ist. Und was passiert? Alle Mönche beginnen gleichzeitig zu zucken. Das ist keine Idee, sondern eine ganz wissenschaftliche Versuchsanordnung, kartesianisch. Man wollte wissen, wie schnell ist die Elektrizität, wie schnell bewegt sich dieses Fluidum. Gibt es einen Zeitversatz, wie in den Stadien der Laola-Welle? Es gibt keinen Zeitversatz, es ist eine Realtime-Maschine. Echtzeit. Die Frage ist, warum dieses Bild überhaupt so wichtig ist. Oder ob es eine Metapher ist. Gehen wir mal davon aus, dass es für die Entwicklung des Schriftbegriffs und für die Entwicklung des Autors eine große Bedeutung hat. Da kann man fragen, was ist hier eigentlich Schrift? Also das ist eine Frage, die früher ganz klar beantwortet war. Das weiße Papier und die schwarzen Lettern auf diesem weißen Grund. Und jetzt? Was immer sich elektrifizieren lässt, ist Schrift. Also jetzt, wenn ich in diese Kamera hineinschaue, bin ich Schrift. Ich bin in Schrift. Mein ganzer Körper ist Schrift. Und das ist etwas, was mit dem 18. Jahrhundert beginnt, was zuerst in der Literatur Wellen schlägt. Man entdeckt die Nervosität, man entdeckt Energien, Hysterien, man entdeckt die Psyche. Und das ist neu. Was wichtig ist bei dieser Frage ist, dass das Internet nicht als etwas aufgefasst werden darf, als etwas anderes ist, ein Raum, der irgendwo da ganz hinten ist. Nein, wenn wir uns als Wesen unter Strom, als lebendige Lettern auffassen, dann sind wir das Netz. Und tatsächlich kann man das wirklich im Wortsinne fassen. Also wenn wir uns fragen, was ein Prozessor ist, dann ist er gekennzeichnet dadurch, dass zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B kein Zeitversatz ist. Und wenn wir das vergleichen mit diesen elektrischen Mönchen, dann sagen wir, okay, das ist ein Humanprozessor. Das ist dieser andere Blickpunkt, auf den es mir ankommt. Das Netz ist nicht etwas, was von uns abgespalten ist, was irgendwo ist. Das Netz, das sind wir selbst. Das sind wir seit sehr langer Zeit. Das sind die Töne, das sind die Bilder, das ist alles, was elektrische Letter werden kann. Und vielleicht ist das Netz erst die Zusammenführung all dieser Medien in Form eines elektromagnetischen Gesamtkunstwerks. Wenn wir vom Jahr 1746 aussehen, haben wir einen anderen Blick auf die Vergangenheit. Wir sehen nicht mehr die Disruption, nicht mehr, dass das Internet eine plötzlich neue und andere Welt darstellt, sondern wir sehen Zusammenhänge. Wir sehen, dass aus der Literatur all jene Fantasien herauskommen, die plötzlich in andere Medien überspringen, in die Fotografie, in das Ballett, in die Oper, in den Film. Und wir sehen, dass die Einlösung dieser Gesamtkunstwerkfantasie letztlich der Computer ist. Und im Grunde genommen ist das, was wir jetzt erleben, gar nicht eine Revolution, sondern es ist die letzte Phase eines Prozesses, der uns seit langer, langer Zeit schon begleitet. Und trotzdem ist es neu. Vielleicht deswegen, weil wir nicht begriffen haben, dass wir eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr schreiben, wie wir es gewohnt sind, sondern in Schrift sind. Elektromagnetische Schrift.